Peter tut schon wieder auf Instagram Nachrichten beantworten und wahrscheinlich mit fremden Männern chatten. Nein, ich bin am Arbeiten. Ich habe eine Liste erstellt von der Minifiguren-Serie 23, denn die haben wir jetzt endlich in der Stadt und da habe ich mir gedacht, das teile ich mit euch. Und ich habe nur eine Liste erstellt, weil ich bin ja, ich laufe ja dann wieder 10-mal irgendwo vorbei und dann ist das ein Durcheinander und das wollen wir natürlich nicht. Wer könnte die Minifiguren-Serie 23 besser in Wild City präsentieren als Rita? Und damit herzlich willkommen zurück zum neuen Video von uns. Genau. Wo wir gleich mit der ersten Figur starten, würde ich sagen. Wir starten mit dem Popcorn-Männchen und das steht hier vorne vor dem Kino. Übrigens, irgendwo habe ich zuerst schon meine Kollegin gehört. Also falls die mal hier irgendwo auftaucht, wundert euch nicht. Die hat anscheinend auch wieder Figuren platziert. Aber wir kommen zu dem Popcornmann. Finde ich sehr süß. Wir haben ja hier zwei Kinos genau gegenüber. Und ich dachte mir, wenn der hier Popcorn verkauft, ist das natürlich ideal. Hallo, meine Kollegin hat von mir gesprochen und einfach so schlecht gesprochen. Also wirklich, ich will ja nichts sagen, aber natürlich habe ich auch Figuren platziert. Ist ja nicht so, dass ich nichts arbeiten würde. Ich bin immer auch hier, wenn meine Kollegin ist. Nein. Also, hier das ist... Das stimmt jetzt nicht ganz. Hier bei diesem komischen, ja, Männchen da, das meine Kollegin vorgestellt hat, ist Brix Monkey. Und ich muss ja sagen, Brix Monkey, ich habe ihn ja persönlich getroffen, den Herrn Brix Monkey, ja. Also ich habe ihn ja bei der München Store Eröffnung getroffen. Und er war so verzaubert von mir, ja, dass ich dann seine Figur bekommen habe. Und ich will ja nichts sagen, aber ein sehr adretter junger Mann. Ich sage Ihnen nicht, was wir dann noch, ja. Also bis aber jetzt war er mir sehr sympathisch, aber naja. Also es war ein schönes Treffen, muss ich sagen. Naja gut, ich mache mich wieder auf den Weg, ich schicke die Kollegin wieder vorbei. Also ich bin wieder da, diese Kollegin ist echt unmöglich. Christoph läuft schon gegen. Naja, wir haben von der Minifiguren-Serie 23, die uns definitiv mehr interessiert, einen Truthahn noch platziert, der nicht direkt in der Stadt platziert ist, sondern noch in unserem Regal. Aber was soll man machen? Wir haben hier irgendwo den Supermarkt, genau. Den haben wir noch nicht platziert. Und kommt ich übrigens möchte. Auf die neue Tischplatte haben wir entschieden. Genau. Schönes Set, aber haben wir noch nicht den geeigneten Platz hier gefunden, weil wir die neue Tischplatte noch nicht aufgebaut haben. Und da hätte ich gern diesen Truthahn-Menschen verbaut, aber eben dadurch, dass der Supermarkt noch nicht in der Stadt ist, habe ich ihn einfach mal hier dazugestellt. Ich finde, der passt da perfekt. Der macht einfach für Geflügelwerbung und dass nicht nur für Gemüsewerbung gemacht wird. Ich meine, Gemüse ist schön und gut, aber... Da isst auch gern Putenfleisch. Richtig. Dann kommen wir hier weiter zu einer sehr, sehr schwierigen Geschichte. Wir haben noch einen Schiffstypen und der steht hier. Und ich muss sagen, der sieht ja ganz nett aus, wie so ein netter Opa. Ist er aber nicht, sondern er ist definitiv ein Gauner. Und der verkauft nämlich Schiffsrundfahrten für unser Meer von Wild City. Und wenn man hier sich ein Ticket gekauft hat, was diese zwei jungen Herren gerade machen, geht man hier durch dieses Häuschen durch, wo wir eigentlich dachten, dass das zum Leuchtturm gehört, aber offensichtlich wurde das jetzt vermietet, und geht hier durch und kommt dann eben zu dieser Schiffsrundfahrt. Ja. Mit einer Luxusjacht. Genau. Und ihr seht schon, als Schlauchboot entpuppt. Oh, hier hat cool. sich ein Influencer, hat sich hier ein Ticket gekauft, viel zu überteuert und hat sich eben gefreut, hier tolle Fotos machen zu können. Und jetzt ist er draufgekommen, es ist nur ein Schlauchboot. Es ist verheerend. Das Einzige, was ich Sie beruhigen kann, ist, dass hier die Polizei schon wartet. Mhm. Also der beobachtet hier die Situation. Ich glaube, der wird den dann hops nehmen. Also ich hoffe auf jeden Fall, weil das ist eigentlich schon eine Schweinerei, dass das in Wild City so angeboten wird, aber gut, ja. Gut so. Man kennt die Gauner. Recht und Ordnung hier in Wild City. Wofür haben wir Recht denn die ganzen Ordnung. Polizeistationen? Eben, ich will ja nichts sagen. Und dann kommen wir weiter zum Stadtplatz.
zum Startplatz. An dir ist wirklich eine Schleife verloren gegangen, Frau Kollegin. An mir? Vielleicht bei der Kollegin, aber sicher nicht an mir. Naja, gut. Also, ich sehe hier Anja und Nick habe ich noch platziert. Übrigens, nach den beiden werde ich mir sowieso einen Kaffee gönnen. Also, dann können Sie gerne da weitermachen. Also, Sie platzieren jetzt noch mehr zwei Figuren und müssen dann schon auf eine Kaffeepause gehen. Da wird es lang dauern, bis alle platziert sind. Hier? Ja, dafür waren es ja zwei auf einmal. Ich will ja nichts sagen. Hier sind Anja und Nick am Stadtplatz. Das sind die beiden Hübschen hier, ja. Und da hat sich die Anja ein Eis geholt. Sehr verständlich. Also ich muss sagen, bei diesen Temperaturen, also in Wild City, bei uns ja definitiv nicht, aber gut, ein Eis gönnen ist definitiv eine gute Idee. Und der liebe Herr Nick macht ein Foto von seiner Liebsten. Ach, ich sag's Ihnen. Man wäre ja gerne noch so verliebt wie diese beiden. Aber gut, es hilft nichts. Ich nehme mir jetzt ein Vorbild. Ich werde jetzt auf einen Café gehen, aber vielleicht in ein Kaffeehaus im Ort. Und vielleicht treffe ich da ja einen jungen Mann. Und dann, vielleicht sehen wir uns nie wieder. Ich hoffe vielleicht doch. Ach, arbeiten kann man ja trotzdem. Ja, gehen Sie, Frau Beamtin, ja. Es war schön mit Ihnen. Ich sag's euch, diese Einwohnermilde Ampel. Naja, gut, wir gehen weiter. wir gehen weiter zum Science-Tower. Da ist nämlich die Roboterfigur drinnen und die habe ich hier so professionell verbaut, wie wenn sie wirklich da hineingehören würde. Du brauchst sie nicht ausbauen, wir haben nämlich noch eine zweite davon, damit man die besser sieht für all jene, die die Figur nicht kennen. Wie die aussieht. Aber ich dachte mir, die passt doch am besten in den Science Tower hinein, weil Roboter ja definitiv was mit Science zu tun haben, würde ich sagen. Und deswegen habe ich die einfach hier hereingebaut. Ich hoffe, das ist auch in Ihrem Sinn. Sieht cool aus. Und da sind ja, glaube ich, irgendwelche 12 physikalischen Tricks der Urgeschichte präsentiert. Und jetzt haben Sie sogar noch einen 13. hier mit einem Wunderwerk der Technik, einem hoppla Roboter. Ich sag's Ihnen, jetzt wäre ich auf einen Café gegangen und jetzt habe ich so einen doofen jungen Herrn getroffen, der hat mich so aufgeregt. Jetzt habe ich mir gedacht, ich mache mich nochmal auf den Weg zu Ihnen. Außerdem habe ich gehört, Sie sind beim Science Tower, da habe ich noch wen vergessen, den, was ich überhaupt vergessen habe. Och, ich sag's Ihnen, manchmal vor lauter Arbeit. Naja, ein lieber Herr hat uns eine Figur geschickt und ich habe vergessen, dass ich sie dezidiert vorstelle und das tut mir sehr, sehr leid. Herr Inobrig-Hund. Also ich glaube, das ist der Name oder war es doch nur Inobrig? Ich bin mir jetzt nicht mehr ganz sicher. Naja, ich sag's Ihnen, ich versuche mich jetzt wieder zu beruhigen, denn dieser Vorfall im Café, das war wirklich ein verheerender Vorfall. Ich glaube, da würde ich lieber auf einen Hundekuchen gehen, als mit diesem jungen Herrn auf einen Café. Herr Inobrig, falls Sie Zeit haben, gerne, gerne auch mit Ihnen vielleicht an einem Knochen knabbern. Lieber Ino, danke fürs Zusenden deiner Figur und sorry, dass wir das irgendwie ein bisschen verschlafen haben. Deine Figur steht schon lange hier, aber irgendwie hat die Einwohnermeldeamtbeamtin ihre Arbeit hier nicht ordentlich gemacht. Sie denkt auch immer nur an andere Sachen. Naja, kann passieren, sollte nicht passieren. Ich verstehe es vollkommen. Dann hätten wir noch zwei verbaut, beziehungsweise eigentlich Christoph, weil ich ja nicht gerne da hineinkrabble. Bei der Drachenachterbahn haben wir nämlich den Drachen und das Rittermädchen verbaut, wobei das Rittermädchen auch im Schloss Löwenstein verbaut ist. Ich krabbel mal rein und dann zeige ich euch das. Übrigens ist die Figurenserie 23 von den letzten Figurenserien, die rausgekommen sind, eigentlich meine Lieblingsserie. Diese ganzen Kostüme und ja, Figuren, die einfach total süß aussehen, gefallen mir persönlich wahnsinnig gut. Also wenn mich jemand fragen würde, was nicht passiert, aber gut, welche Figurenserie in der letzten Zeit mein Favorite war, dann ist es definitiv die 23er-Serie, welche jetzt im Sommer schon rausgekommen ist. Bei uns hat es jetzt ein wenig gedauert, ja. Aber jetzt sind alle Figuren endlich mal platziert.
Also, wir haben hier hinten ja die Drachenachterbahn, die ich gerne mal umbauen würde. Ich hätte gern das 3-in-1 Creator-Schloss von Christoph und würde das gern hier verbauen. Aber er ist nicht so begeistert von der Idee. Mal schauen, ob ich mir das mal krallen kann. Und dann habe ich hier den Drachen bzw. das Rittermädchen mal hier hingestellt. Das Rittermädchen, würde ich sagen, ist eine Besucherin und macht hier mit dem Drachen ein Foto. Vielleicht ist es der Drache Olli, ich weiß es nicht. Und auch hier habe ich das Rittermädchen verbaut, denn ich habe mir gedacht, in Schloss Löwenstein macht es auch Sinn, dass hier das Rittermädchen sich ja, das Schloss ansieht. Übrigens hier mit der Minifigur, die was schon im Set dabei war, diese Königin, das ist die Mutter von dem kleinen Kind. Genau. Und die schauen sich hier das Schloss an. Ach. Einwandfrei. Wo geht's weiter? Ich sehe auf meiner gescheiten Liste nach. Wir gehen in Richtung Winterdorf. Da ist ein Schneemann verbaut, oben auf dem Berg. Mhm. Ich würde sagen, du machst dich schon mal auf den Weg. Wir folgen dir unauffällig. Rita ist übrigens noch immer hier am Sortieren von allen möglichen Sachen. Ich bin gespannt, wenn dieser oder wann dieser Platz hier endlich mal freigeräumt ist, dass wir hier unseren Güterbahnhof umbauen können. Aber ja, das kann noch wahrscheinlich Jahre dauern. Es kommen ja immer wieder neue Figuren hier rein und Teile. Jetzt ist zwar Winter, wo das Legoland geschlossen hat, aber trotzdem kauft Rita da und dort immer wieder Figuren oder sie bekommt sie auf irgendwelche ominösen Weisen zugeschickt. Ah, hier, das ist ja cool. Ja, da. Zuerst hier oben. Ich habe gedacht, ich habe eine Figur gefunden, ohne was du gesagt hast. Genau, er ist auch eine tolle Figur. Genau. Ich habe mir gedacht, er passt ganz gut. Wir haben ja schon einen selbstgebastelten Schneemann. Oder der war bei einem Adventkalender dabei. Der, wo er dabei war. Aber ich finde, das ist echt cool, dass es jetzt auch eine Figur dazu gibt. Und ja, du darfst es gerne herzeigen. Ich habe hier noch ein paar von den Figuren verbaut. Nämlich war eine Schneefee, auf jeden Fall würde ich sie so nennen, hier mit dabei. Und auch diese Rentierdamen waren dabei. Die sind ja super cool. Und ich habe mir gedacht, nachdem die Rentiere aus unserem Zoo hinausgekickt wurden. Kommt demnächst ein Update, vielleicht sogar schon sehr bald. Und heimatlos sind, habe ich mir jetzt gedacht, ich gebe ihnen ein neues Zuhause. Und habe sie hier in ein Gehege platziert. Mhm. Das ist noch sehr spartanisch, also das wird definitiv ausgebaut. Und die grüne Mauersteine, sehr cool. Das erste Mal, glaube ich, dass wir die verbaut haben, seitdem wir sie im Legoland gekauft haben. Genau. Aber ich weiß noch nicht genau, was in ein Rentiergehege kommen soll. Deswegen, ich werde mich da noch informieren und dann das updaten definitiv. Genau, dann haben wir hier schon einiges. Was wir jetzt noch haben, sind die Nussknacker und der Elf. Und die Nussknacker stehen hier vor dem blauen Haus. Genau, hier vor dem blauen Haus vom Santa. Oh, zwei Stück. Ja, wir haben die Serie zweimal gekauft, falls ihr fragen solltet. Genau. Die stehen hier vom Haus von Santa und Santa hat auch ein Geschenk in der Hand, wenn euch das auffällt. Das war übrigens bei den Rentierdamen eigentlich dabei, aber ich dachte, bei ihm passt es eigentlich definitiv besser. Und der verschenkt eben gerade dieses blaue Geschenk. Und die Nussknacker sind, glaube ich, mehr Dekoration einfach vor dem Haus, dass das ein bisschen netter ausschaut. Die Elfin, die noch dabei war, die habe ich jetzt hier drüben hingestellt. Wo? Ihr bekommt übrigens noch ein Update hier neben dem Lebkuchenhaus. Ich bin nämlich gerade auch ein bisschen am Umstellen beim Winterdorf. Ist das sie hier, oder? Genau, sie mit den Zöpfen hier. Weil ich nicht zufrieden bin mit dem Winterdorf und wir haben vor kurzem eine Nachricht bekommen, wir sollen doch endlich mal auch wieder mal was abreißen und Mut dazu haben. Jetzt bin ich gerade dabei, sehr unzufrieden damit, aber ich werde euch updaten, wenn es soweit ist. Ja, genau. Es passt aber eigentlich heute ganz gut, dass du viele Figuren ins Winterdorf gestellt hast, da wir ja in Richtung Weihnachten unterwegs sind und ich freue mich schon. Da wieder einige Updates in Bezug auf das Winterdorf kommen werden. Ich bin schon gespannt drauf. Eine kommt noch aus dem Halloween Park. Denn der Wolf fehlt noch. Und den habe ich hier in den Halloween Park gestellt. Sieht man, glaube ich, von hier am besten, wenn du hier so reinfilmst. Hinter dem Baum, der mit dem Säckchen, der was uns da entgegenspaziert. Also wenn man hier durch den Baum durchschaut. Oh, wow.
Ja, das ist super geil platziert, aber schwer zu filmen. Ja, aber ich glaube, es ist relativ gut aufgewiesen. Wir haben ihn gesehen, er ist sonst auf jeden Fall auch hier, von hier sieht man ihn auch. Ah, ja. Auf jeden Fall, ich weiß nicht, aus welchem Grund ist er gerade nicht ganz so amüsiert. Und er ist auf dem Weg zum Ausgang. Vielleicht hat ihn jemand komisch angeredet. Vielleicht hat jemand seinen Auftritt nicht gefallen, ich weiß es nicht. Was ich überhaupt auch noch anmerken möchte, ist, dass hier im Gruselpark eigentlich fast nur Schausteller unterwegs sind, aber stimmt, so gut wie keine normalen Besucher. Ich glaube, hier traut sich niemand rein. Was kein Wunder ist, da der Baron hier zugegen ist und er natürlich, Moment, wie ist das gegangen? Wo ist hier der Knopf? Hier. Das sehr spooky ist, aber da müssen wir auf jeden Fall auch nochmal nacharbeiten. Wow, schöne, schöne Figurenserie. Rita, was ist dein Favorit? Also abgesehen von Monkey Bricks oder wie er geheißen hat. Von meiner Kollegin, definitiv. Ja. Ich glaube, mein Favorit ist der Elf mit der Schneekugel, weil ich das einfach echt cool finde. Ja. Also ich kann euch den gern nochmal zeigen. Ich weiß nicht, ob das mit dem Haus hier so gut rausgekommen ist. Da ist nämlich wirklich auch ein Häuschen drinnen. Ja, bedruckte 1x1-Plate. Ja. Total cool. Ja, das ist ein schönes, schönes Teil. Und als Kind war ich ja ein großer Fan von solchen Schneekugeln. Und ich finde, deswegen ist es, glaube ich, mein Favorit. Und was ist mit dir? Hast du auch gefallen irgendwie diese Rentierdamen sehr gut. Ah, ich finde das ein total cooles Kostüm. Ja. Auch das Popcorn-Mädchen finde ich, oder Popcorn-Männchen finde ich nett. Es ist eine Figurenserie, die echt total schön geworden ist. Ja. Gerne mehr davon. Und auch sehr viele coole Accessoires, auch bei dieser Schneefee, ich weiß nicht, ob sie so heißt, aber die hat auch diese Zuckerstange dabei. Also das sind echt schon coole Sachen, die was man auch so dann gut verwenden kann. Sehr, sehr schön. Ja, da gibt es für unsere Stadt dieses Mal wirklich, manchmal haben wir schon Figurenserien gehabt, wenn wir ehrlich sind, wo wir uns nicht genau sicher waren, wo wir die Figuren platzieren sollen, wo wir bei ein paar nicht recht wussten, wohin damit. Aber bei diesen Figuren hatte Rita teilweise sogar mehrere Ideen. Wir haben manche Figuren auch noch ein zweites Mal. Da können wir sogar nochmal in Wild City Figuren platzieren. Hier nochmal ein Blick, weil wir gefragt wurden, wie, es ist jetzt schon lange her, wie die Achterbahn hier von der anderen Seite aussieht. Wir haben das irgendwie immer filmen wollen, aber vergessen da leider ab und zu drauf. Hier ist also dieser neu belebte Platz, der sieht auch von hier ganz schön aus, finde ich. Und die Achterbahn, die uns nach wie vor wahnsinnig gut gefällt, ihr habt uns auch Vorschläge geschickt in Bezug auf die Motorisierung, die schauen wir uns in aller Ruhe an. Und dann gibt es sicher auch von hier demnächst mal wieder ein kleines Update. Genau. Ja. Und falls ihr noch coole Ideen hattet mit der Minifiguren-Serie 23, die wir nicht verbaut haben, dann natürlich in die Kommentare, denn wie gesagt, wir haben die meisten noch doppelt. Also einfach hinschreiben und dann freue ich mich natürlich drüber, dann platziere ich die gerne auch noch. So soll's sein und danke fürs Einschalten, liebe Freunde. Ihr seid die Besten. Definitiv. Also macht es gut, bis bald. Tschüss. Tschüss.